Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP2. Das sind heute unsere Themen. Mangelwirtschaft. Für Mediziner gibt es noch immer zu wenig Schutzkleidung. Und in der Pflege wird die Situation durch die Corona-Krise täglich schwieriger. Dazu ein Live-Gespräch mit Caritas-Präsident Michael Landau. Die Hauptstadt der Krise. Warum gibt es in New York derart viele Corona-Tote? Dazu ein Schaltgespräch mit dem österreichischen Virologen Florian Grammer in Manhattan, an dessen Spital rund 2000 Corona-Patienten behandelt werden. Inländer raus. Immer mehr heimische Orte wollen über Ostern keine Besucher sehen. Auch Zweitwohnsitzbewohner sind oft unerwünscht. Auch heute beginnen wir mit einem Blick auf die Statistik, die ja schon seit Tagen einigermaßen erfreulich ist. Auch in den letzten 24 Stunden ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Österreich, also die aktuell Infizierten ohne Wiedergenesene und ohne Verstorbene, zurückgegangen um 3,2% auf 8.344. Die Entwicklung der Todesfälle ist weniger positiv. Sie werden nach wie vor täglich mehr, zuletzt um 10% auf 243. Aber das hat damit zu tun, dass Menschen erst mehrere Wochen nach einer Ansteckung sterben. Und vor 3 oder 4 Wochen sind auch die Infektionszahlen noch stark gestiegen. In den Krankenhäusern hingegen sieht man, dass die Epidemie sich mittlerweile stark abgeflacht hat. Die Zahl der Spitalspatienten ist heute nur noch um 2,4% gestiegen. Auf Intensivstationen, und das ist ja die wirklich wichtige Zahl, wurden sogar knapp 3% weniger Menschen versorgt als gestern. In Innsbruck konnte heute übrigens ein 95-jähriger Mann gesund aus dem Krankenhaus entlassen werden, knapp 3 Wochen nach seiner Einlieferung mit einer Corona-Infektion. Besser wird in den Spitälern langsam auch die Ausstattung mit Schutzkleidung. Und bei den niedergelassenen Ärzten, da fehlt noch immer jede Menge an Schutzausrüstung. Auch weil nicht jede Lieferung brauchbar ist, wie Patrick Guska und Stefanie Leodolter berichten. Die Rufe nach medizinischer Schutzausrüstung werden nicht leiser. Laut Wiener KAV sind zuletzt zwar hunderttausende Masken und Schutzanzüge angekommen, dennoch gilt in den Krankenhäusern die Anweisung, diese restriktiv einzusetzen. Offen kritische Stimmen, vor allem aus den Spitälern, finden kaum ihren Weg in die Medien. Wesentlich offener und freier können da die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte reden. Vor 3 Wochen waren wir bei Cornelia Czarnet in ihrer Praxis in Ebreichsdorf in Niederösterreich zu Besuch. Nach ihrem damaligen Hilferuf an die Bundesregierung, es gebe zu wenig Schutzkleidung, hat sie 3 Atemschutzmasken bekommen, nicht mehr. Heute, 3 Wochen später, hat sich die Lage kaum verbessert. Wir haben keinerlei Informationen über positiv getestete Fälle, über geplante Maßnahmen der Regierung. Wir bekommen auch auf Nachfrage dies nicht. Wir sind hier ganz stark auf die Kooperation mit dem Patienten angewiesen, wenn sie es uns sagen. Wir haben keine Ausrüstung, wir haben keine finanzielle Unterstützung und müssen aber zeitgleich die Versorgung auch aufrechthalten. Der Ärztekammerpräsident verweist auf die schwierige Lage am Weltmarkt, hätte sich aber ein schnelleres Handeln der Bundesregierung gewünscht. Man hätte die Masken und die Schutzausrüstung an sich ja früher bestellen sollen. Und es ist alles nicht sehr einfach. Es gibt viele Anbieter, viele davon sind unseriös, es kommt dann schadhafte Ware. So geschehen mit der ersten gigantischen Lieferung aus China vor 2 Wochen. Undicht und deshalb unbrauchbar sollen viele dieser Masken sein, wie aus Tirol und Südtirol berichtet wird. Die Situation am Weltmarkt gleiche einer Schlacht, meint ein Metallimporteur aus Oberösterreich, der seine Kontakte nach China nun für weichere Materialien nützt. Mit seinem Sohn beliefert er niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in der Region mit TÜV-geprüfter Ware. Es ist nicht nur eine Schlacht, es ist ein Krieg, ein weltweiter Krieg um diese begrenzten Ressourcen. Dieser Krieg wird nur gewonnen von denjenigen, der mit Bargeld oder einer prompten Überweisung sich eine Kapazität sichern kann. Alle Staaten agieren gleichzeitig am selben Beschaffungsmarkt und konkurrieren logischerweise mit den anderen Ländern direkt. Bis zu 60% Preissteigerung pro Tag seien momentan keine Seltenheit. Vor Wochen schon habe er sich im Gesundheitsministerium gemeldet und ist damit nicht alleine. Viele Unternehmen mit guten Kontakten hätten ihre Hilfe angeboten. Man sieht, glaube ich, beim Bund auch nicht die Notwendigkeit, hier Firmen einzubinden, die auf diesem Markt jahrelang oder jahrzehntelange Erfahrung haben, sondern man macht das im Prinzip selber. Wie gut das funktioniert, wolle er nicht beurteilen. Die Rufe nach medizinischer Schutzausrüstung werden jedenfalls nicht leiser.
Ein besonders großes Problem ist die Corona-Krise in der Pflege. Zum einen sind alte und pflegebedürftige Menschen besonders bedroht, zum anderen fehlen die Pflegekräfte. Fast 30.000 Menschen werden in Österreich von rund 60.000 24-Stunden-Pflegekräften versorgt. Fast alle sind Frauen aus der Slowakei oder Rumänien, die sich normalerweise in 2-Wochen-Schichten abwechseln. Doch die Ausreisebeschränkungen wegen der Epidemie können die Pflegerinnen aber seit Wochen nicht abgelöst werden, weil sie bei der Ein- und Ausreise 14 Tage in Quarantäne müssten. Viele haben deswegen ihre Schicht verlängert, aber das geht wohl nicht mehr sehr lange, wie Harald Jungreutmeier berichtet. Ružena Freitova arbeitet seit 11 Jahren in Österreich als Pflegerin. Seit 6 Wochen sitzt sie coronabedingt in der Slowakei fest. Ich kann nicht bezahlen, meine Wohnung oder meine Ausgaben, weil ich verdiene kein Geld. Und das ist wirklich schlimm. Ihre Kollegin ist mittlerweile 6 statt 2 Wochen in der Steiermark und kein Ende in Sicht. Karin Dobler erlebt die Hängepartie in der 24-Stunden-Pflege aus der Sicht der Angehörigen. Ihr 74-jähriger Vater Josef wird von 2 Rumäninnen betreut. Eine hält seit 8 Wochen zwangsweise die Stellung. Seit heute weiß Karin Dobler, dass sie noch bis 10. Mai bleiben wird. Das wären dann insgesamt 3 Monate. Ich habe Zweifel, dass es so lange gut geht, dass man das so lange aushalten kann, weil die Pflegerin hat in Rumänien Familie, ist verheiratet, hat Kinder, Enkelkinder. Und hat einfach aufgrund der Sprachbarriere große Unsicherheit, was die Situation jetzt hier in Österreich betrifft. Große Unsicherheit herrscht auch generell punkto 24-Stunden-Betreuung. Die regelmäßige Ablöse der aus Osteuropa stammenden Betreuerinnen scheitert derzeit an den geschlossenen Grenzen. Die Bundesländer bereiten Ersatz vor. Zivildiener und arbeitslose ehemalige Pflegerinnen werden aktiviert und Reha-Zentren als Ersatz auf Zeit vorbereitet. Manche Bundesländer überlegen, Betreuerinnen einzufliegen. Niederösterreich hat das schon getan, doch vor der Arbeit warten auf die Betreuerinnen 14 Tage Quarantäne. Für Ružena Freitova inakzeptabel. Ein Mensch 2 Wochen in die Quarantäne in Österreich, ohne Geld natürlich, und dann wieder 2 Wochen auf die Slowakei und dann kann wieder nach Österreich wieder. Das ist nur 2 Wochen Arbeit und 1 Monat Quarantäne. Auch Klaus Katzianka, selbst seit seiner Kindheit auf Pflege angewiesen und Betreiber einer Vermittlungsagentur, hält nichts davon, Betreuerinnen einzufliegen. Ich glaube, 231 Pflegerinnen jetzt einer zu ihnen nach Österreich ist nicht wirklich eine gute Lösung, weil wir haben ca. 35.000 Familien zu versorgen. Und dann stellt sich für mich die Frage, wer bekommt von den 35.000 Familien dann eine dieser Pflegerinnen? Für mich wäre Folgendes am sinnvollsten. Ich glaube, dass wir unbedingt schauen sollen, dass wir die Personenbetreuerinnen in Österreich auf Coronavirus testen. Katzianka schweben flächendeckende Schnelltests an der Grenze vor. Was für das Gesundheitspersonal propagiert wird, sollte auch für Betreuerinnen möglich sein. Noch ist der befürchtete Kollaps des Pflegesystems nicht eingetreten, was vor allem daran liegt, dass viele Betreuerinnen länger in Österreich bleiben. Das Problem ist damit aber nur aufgeschoben. Das heißt, es ist jetzt ein Hinzittern, dass das halten kann. Und ich finde 10. Mai ja jetzt grundsätzlich eine schöne Perspektive, aber wir alle wissen, dass dann noch lange nicht alles vorbei ist. Gebraucht wird eine tragfähige, für alle zumutbare Lösung. Und ich begrüße dazu jetzt in unserem Interviewstudio Michael Landau, Präsident der Caritas, die fast 6.000 Mitarbeiterinnen in Pflegeheimen, mobilen Pflegediensten und in der 24-Stunden-Betreuung beschäftigt. Guten Abend. Guten Abend. Herr Präsident Landau, ich würde gerne mit dem Thema 24-Stunden-Pflege beginnen. Wie kann denn so eine tragfähige Lösung, die über die nächsten Tage hinaus funktioniert, aussehen? Bevor ich die Frage aufgreife, gestatten Sie mir eine Bemerkung, die mir am Herzen liegt. Ich wäre ein schlechter Caritas-Verantwortlicher, wenn ich an der Stelle nicht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege, in der mobilen Betreuung, in der 24-Stunden-Betreuung, aber auch in der Sorge für Menschen mit Behinderungen, für Menschen, die obdachlos sind, wirklich Danke sage. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten in diesen Tagen und Wochen einen so engagierten Dienst mit in aller Professionalität, aber mit so viel persönlichem Einsatz. Das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr auch berührt. Ich bin den Mitarbeiterinnen, es sind ganz überwiegend Frauen,
sehr, sehr dankbar für diesen Einsatz. Zu der Frage, ich bin heute ein Stück zuversichtlicher, als ich es noch vor etwa 10 Tagen gewesen wäre. Das heißt, das Thema ist jetzt, glaube ich, gut auch bei allen Verantwortlichen angekommen, nicht nur bei den großen Hilfsorganisationen, die hier Hand in Hand zusammenarbeiten, Caritas, Rotes Kreuz, Hilfswerk, Volkshilfe, Diakonie, sondern auch in der Politik. Mein Eindruck ist, die Verantwortlichen etwa des Gesundheitsministeriums, das Gesundheitsministerium macht hier einen guten Job. Das Außenministerium ist extrem hilfreich. Wir haben ja zuvor im Beitrag gehört, die Situation an den Grenzen, Lösungen an den Grenzen sind ein wichtiges Thema. Hier fühlen wir uns unterstützt. Aber auch die Länder sind hier wirklich dran. Es hat vor einigen Tagen eine Pressekonferenz etwa des oberösterreichischen Landeshauptmanns gegeben, der eine Reihe von Maßnahmen benannt hat. Einzelne Maßnahmen werden nicht reichen, aber eins ist die Situation an den Grenzen. Hier sind Schnelltests etwa eine mögliche Lösung, die eine Entlastung bringen kann. Ein zweites Element ist die Entlastung mit mobiler Betreuung, mit mobiler Pflege. Wir haben selber auch für die Angehörigen Videos, Informationsmaterial auf unsere Homepage gestellt, weil wir, und das ist ein aus meiner Sicht ganz entscheidender Punkt, auch das ist ja jetzt spürbar gewesen, in dieser Situation die Angehörigen nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Die gute Botschaft ist, heute betreuen wir als Caritas Österreich weit in der 24-Stunden-Betreuung ungefähr 400 Menschen. Wir können alle diese Betreuungsverhältnisse aufrechterhalten. Das geht durch den großen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch durch das Mittun der Angehörigen, auch durch das Zusammenspiel von Bund, Ländern, Sozialversicherungsträgern. Aber da sind wir bleibend gefordert. Ich glaube, das wird Aufmerksamkeit brauchen, jetzt gerade auch über Ostern hinaus. Das ist noch einmal so ein kritischer Zeitpunkt. Und das war jetzt sehr grundsätzlich. Ich möchte Sie gerne mal ein bisschen kürzere Antworten bitten, weil Sie Schnelltests gerade angesprochen haben. Es gibt ja sehr offensichtlich bei dieser Epidemie sehr viele Infizierte, die selber keine Symptome haben, also nicht bemerken, dass sie krank sind, aber sehr ansteckend sind. Das könnte bei einer Pflegekraft verheerende Folgen haben. Müsste man nicht eigentlich alle Menschen, die irgendwo in der Pflege arbeiten, vor ihrem Arbeitseinsatz einmal testen? Also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Es gibt zwei wesentliche Punkte. Der erste ist Tests. Die internationale Erfahrung zeigt, so wie das in den Spitälern üblich ist, muss es auch in der Pflege mobil und stationär systematische Testungen geben. Ich erinnere daran, das ist die verletzlichste Personengruppe. Die Erfahrung zeigt, Personen in dieser Altersstufe sind besonders gefährdet. Ihnen muss unsere Aufmerksamkeit gelten. Und das schließt auch an den zweiten Punkt an. Das ist die Versorgung mit Schutzmasken, mit Schutzbrillen, mit Schutzmänteln. Es kann nicht sein, dass hier sozusagen die Marktmacht gewinnt, dass sozusagen der mehr zahlt, die Masken erhält. Die Masken und die Schutzausrüstung muss prioritär an die gehen, die den höchsten Bedarf haben. Und da ist die Pflege mobil, stationär in all ihren Formen ein ganz wichtiges Feld. Da sind Bund und Länder gefordert. Das kann nur gemeinsam gelingen. Und da sehe ich schon auch ein Stück Verantwortung bei Bund und Ländern, hier die Verletzlichsten auch wirksam zu schützen. Professionelle Schutzausrüstung ist ja offensichtlich ein gewisses Beschaffungsproblem. Das sehen ja auch die Ärzte in den Spitälern. Was anderes ist es mit diesen einfachen Schutzmasken, die wir alle ja jetzt auch im Supermarkt tragen müssen. Was aber viele Zuseherinnen und Zuseher besorgt ist, dass in Pflegeberufen oft Pflegende, aber auch zum Beispiel Zivildiener, nicht mal diese einfachen Schutzmasken tragen. Müsste das nicht verpflichtend sein? Also ich denke auch, dass dieser Schutz wichtig ist. Das, was nicht sein kann, ist, dass wir hier etwa mit den Supermärkten um Masken matchen müssen. Ich halte es für gescheit, dass es diese Maskenpflicht in den Supermärkten gibt. Aber wir sind in der paradoxen Situation gewesen, dass wir zuletzt auch Märkte, auch Unternehmen bitten mussten, uns hier auszuhelfen. Das ist gelungen. Hier gibt es große Bereitschaft, aber das kann, denke ich, der Weisheit letzter Schluss nicht sein. Es sind in den vergangenen Tagen gerade 100.000 Stück wieder geliefert worden, aber es ist sozusagen immer wieder ein Fahren auf sich. Das ist eine Herausforderung. Ich sage es noch einmal, hier sehe ich Bund und Länder in der Pflicht, wo es um Testungen geht, aber auch wo es um Masken geht, wo es um Schutzbrillen geht, Schutz
Mäntel geht, Handschuhe geht, all das, was notwendig ist, damit wir diese besonders verletzliche Gruppe der Älteren und Hochbetagten auch wirklich in guter Weise begleiten können. Jetzt haben Sie zu Beginn allen Menschen, die in der Pflege tätig sind, für einen wirklich unglaublichen und sehr, sehr schwierigen Einsatz in diesen Wochen gedankt. In Deutschland bekommen alle Menschen in Pflegeberufen jetzt automatisch eine Prämie von 1.500 Euro für diesen Einsatz. In Österreich gibt es 500 Euro und das auch nur für die 24-Stunden-Kräfte, die ihren Dienst jetzt verlängern. Sollte man da in Österreich zu einer ähnlichen Maßnahme greifen wie in Deutschland? Also ich hoffe, dass hier Bund und Länder nachbessern. Ich habe den Eindruck, es gibt dafür schon auch Sensibilität bei den Verantwortlichen des Bundes, bei den Verantwortlichen der Länder. Ich glaube, es ist ein erster Schritt. Wahr ist, es werden noch weitere Schritte folgen müssen. Und ich sage das auch, in diesen Tagen wird den Frauen oft aus den Nachbarländern kommend zu Recht Danke gesagt für den Einsatz. Ich würde mir wünschen und erwarten, dass dieses Danke auch dann weiterhält, wenn die Corona-Krise eines Tages gemeinsam überwunden sein wird. Das heißt für mich nicht zuletzt auch die Bitte ein Stück weit an die politisch Verantwortlichen, etwa über die Kürzungen bei der Familienbeihilfe nochmals nachzudenken, insgesamt nachzudenken, wie wichtig hier Dienste an den Supermarktkassen, in der Betreuung und Pflege, an vielen, vielen anderen Stellen unseres Landes sind, die von Menschen geleistet werden, die wir sonst oft übersehen haben. Bewahren wir uns diese Dankbarkeit und drücken wir sie dann auch in angemessener Weise gesamtgesellschaftlich aus. Das ist eine Bitte an den Bund, an die Länder, da noch einmal genau hinzuschauen. Herr Präsident Landau, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen und allen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute für Ihre wichtige Arbeit. Herr Wolf, vielen herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Sie auch. Danke. Und damit wechseln wir ins Ausland, in die USA, wo es die bisher meisten bestätigten Corona-Fälle gibt. Diese Woche werde die entscheidende Phase für die Epidemie, hat Präsident Trump letzte Nacht gesagt. Mit Abstand am härtesten getroffen ist der Bundesstaat New York. Etwa 20 Millionen Menschen leben dort und es gibt schon fast 5.000 Todesfälle, also gut 20 Mal so viele wie in Österreich, bei nur doppelt so vielen Einwohnern. In und um die Krankenhäuser von New York City herrschen katastrophale Zustände. Im Central Park und in einer Kathedrale wurden Lazarette aufgebaut. Christoph Kohl berichtet. Die New Yorker Krankenhäuser sind sichtlich am Limit. So gut wie alle verfügbaren Betten dieses Spitals in Brooklyn sind mit Corona-Patienten belegt. Zuletzt ist die Zahl der neu eingelieferten Personen zwar leicht zurückgegangen, doch jene der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle ist wieder deutlich gestiegen. 731 waren es in New York in den vergangenen 24 Stunden. We've had a bunch of people die. So viele Tote in nur einer Schicht zu sehen, das ist emotional nur schwer auszuhalten, schildert diese Ärztin die Situation. Vor den Krankenhäusern stapeln sich die Leichen in riesigen Kühltrucks. Die Stadt überlegt nun, die Corona-Opfer vorübergehend in einem Park zu bestatten. In den Spitälern wird unterdessen die Schutzausrüstung zunehmend knapp. Diese Pflegerin trägt etwa einen Müllsack, andere versuchen ihre Kleidung notdürftig zu desinfizieren und dieser Arzt schützt seine Augen mit einer Skibrille. Wir brauchen mehr als nur einen Schutzanzug pro Schicht, um zu verhindern, dass wir das Virus auf andere Patienten und auf unsere Familien übertragen, klagt diese Pflegerin. Den Mangel an Ausrüstung bestätigt auch ein interner Bericht des US-Gesundheitsministeriums. Darauf angesprochen wirft Donald Trump den Journalisten vor, bösartige Fragen zu stellen und weist den Bericht des Generalinspektors als parteipolitisch und schlichtweg falsch zurück. Really? Unterdessen nehmen die Infektionen landesweit zu. Sorgen bereiten den Behörden etwa New Orleans, Chicago oder Detroit. Überall werden unter Hochdruck Lazarettkrankenhäuser errichtet. Für viel Unverständnis sorgt angesichts dieser angespannten Lage, dass heute im Bundesstaat Wisconsin trotz der Corona-Epidemie Präsidentschaftsvorwahlen abgehalten werden. Der demokratische Gouverneur hatte zwar versucht, die Wahl in letzter Minute zu verschieben, doch ein Gericht hat die Verschiebung blockiert, sehr zur Freude von Präsident Donald Trump, der auf Twitter trotz Ansteckungsrisikos zum Wählen aufruft. Gleichzeitig bittet der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo seine Mitbürger, weiter zu Hause zu bleiben. Die Infektionskurve flache sich zwar ab, aber es sei noch nicht vorbei. They may be turning. Yay, it's over.
No, it's not. Durchhalten, so das Motto, nicht nur in New York, wo sich die Einsatzkräfte gegenseitig mit Applaus motivieren. Und dazu gehen wir jetzt via Skype direkt nach New York zum österreichischen Virologen und Impfstoffexperten Florian Grammer, Professor am Mount Sinai Hospital in Manhattan, einem der renommiertesten Krankenhäuser und einer der bekanntesten Medizinunis in den USA. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Herr Professor Grammer, am Mount Sinai Spital gibt es fast 4000 Betten. Wie ist denn seit der Epidemie die Lage in Ihrem Krankenhaus? Also die Lage ist angespannt, aber nicht aussichtslos. Wir haben jetzt fast 2000 Covid-19-Patienten im Spital, natürlich auch einige hundert auf der Intensivstation. Wir haben nach wie vor Kapazität und es ist in den letzten Tagen auch viel Kapazität geschaffen worden. Also Cafeteria und Freiräume in der Aula sind in Betten umgewandelt worden und wir haben jetzt auch ein Zeltspital im Central Park direkt vor dem Spital. Wir sind noch nicht ausgelastet, aber die Fallzahlen steigen natürlich nach wie vor. Wie ist denn bei Ihnen die Versorgung des medizinischen Personals mit Schutzausrüstung? Darüber wird ja sehr viel geklagt in anderen Krankenhäusern. So weit, so gut. Also es gibt Schutzausrüstung, aber natürlich gibt es überall zu wenig. Schutzausrüstung wird länger getragen, als sie getragen werden sollte. Es wäre besser, wenn man mehr Versorgung hätte, aber nach wie vor ist es ausreichend. Warum ist denn gerade New York so stark betroffen von der Epidemie? Der Bundesstaat New York hat etwa doppelt so viele Einwohner wie Österreich, aber nur 6% der Einwohner der USA, aber 40% der Corona-Fälle. Wie kann man das erklären? Ja, das ist eine gute Frage. Es hatte anfangs ein oder zwei Fälle gegeben. Einer der Fälle, der ist aufgetreten in New Rochelle, das ist nördlich von New York, ist erst sehr spät entdeckt worden. Da hat man angenommen zuerst, dass der Patient eine normale Lungenentzündung hat den nicht getestet für einige Zeit. Und aus dem Cluster ist natürlich eine recht große Epidemie entstanden und zur gleichen Zeit sind natürlich auch Fälle aus Washington, aber auch aus Europa und aus dem Iran in New York aufgetaucht. Und das hat sich dann leider nicht mehr kontrollieren lassen. Und Sie können sich vorstellen, New York im Gegensatz zu anderen Bundesstaaten und Städten in den USA hat natürlich eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Es gibt sehr viele Interaktionen. Das kann sich dann natürlich leicht ausbreiten. Sie sind Grippespezialist. Wie unterscheidet sich denn eine Covid-19-Erkrankung von einer herkömmlichen Influenza? Also die Viren sind sehr unterschiedlich, molekular, biologisch, aber auch im Krankheitsbild. Also Influenza schlägt sehr schnell zu. Das hat eine Inkubationszeit von wenigen Tagen. Das kriegt man sehr schnell. Man ist dann eine Woche krank. Das kann natürlich auch zum Tod führen. Aber man wird dann im Prinzip auch relativ schnell wieder gesund. Bei SARS-CoV-2 ist das anders. Man hat eine sehr lange Inkubationszeit. Das kann durchaus 2 Wochen sein. Und dann hat man meistens eine Phase, wo die Erkrankung nicht besonders schlimm ist, wo es eher so ausschaut wie eine Erkältung. Man hustet, man hat Fieber. Und meistens nach einer Woche von eher leichteren Symptomen kann das eben in schwere Symptome umschlagen. Und man muss dann in ein Spital. In vielen Fällen ist es wird oder bleibt es eine leichte Erkrankung, aber leider in einem gewissen Prozentsatz an Fällen kommt es auch zu schweren Erkrankungen. Also das Virus verhält sich sehr anders. Sie behandeln Patienten auch mit Blutplasma von Menschen, die schon Corona hatten und Antikörper dagegen entwickelt haben. Wie bewährt sich denn das bisher? Wir führen da keine klinischen Studien durch und es gibt keine Daten von klinischen Studien dazu. Also das ist nicht sehr kontrolliert. Es wird einfach verwendet. Es ist anzunehmen, dass es einen Vorteil für den Patienten gibt. Es ist anzunehmen, dass dem Patienten kein Nachteil entsteht. Da das keine klinische Studie ist, muss man sich das halt im Nachhinein anschauen mit Vergleichspatienten, ob das wirklich einen Effekt hatte oder nicht. Sie haben mit den Kollegen in Ihrer Forschungsgruppe einen Test entwickelt, mit dem Sie überprüfen, ob jemand schon Corona hatte und jetzt immun ist. Was kann man denn mit diesen Tests tatsächlich machen? Naja, zuallererst kann man sich die Immunantwort anschauen, die Menschen gegen das Virus entwickeln. Und das ist natürlich sehr wichtig für die Forschung. Man kann sich anschauen, wie viele Leute in der Bevölkerung infiziert waren, speziell weil wir ja nicht wissen, wie viele Leute asymptomatisch infiziert wurden. Und das ist wichtige Information. Wir können Leute identifizieren, die sehr hohe Titer haben, die sehr hohe Antikörper-Level
gegen das Virus haben. Und die kann man dann bitten, dass sie Plasma spenden. Und mit dem Plasma kann man dann schwere Covid-19-Erkrankungen behandeln. Und dann kann man natürlich auch versuchen herauszufinden, wer schon immun ist. Und wenn man immun gegen das Virus ist, ist es unwahrscheinlich, dass man sich in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren wieder mit dem Virus infiziert. Und das heißt dann, dass man, wenn man, dass man selbst nicht mehr krank werden kann, dass man das Virus aber auch nicht an Kollegen weitergeben kann oder an die Familie weitergeben kann. Und wenn man mit Patienten arbeitet, kann man das auch nicht mehr an Patienten weitergeben. Und das ist natürlich wichtige Information. Letzte Frage. Sie forschen ja normalerweise an Impfstoffen. Wird man für Covid-19 überhaupt je einen zielgerichteten Impfstoff haben oder muss man befürchten, dass sich das Virus zu schnell verändert? Coronaviren verändern sich normalerweise recht langsam. Also es schaut ganz gut aus mit dem Impfstoff. Das dauert natürlich, bis man den hat. Normalerweise dauert es ungefähr 10 bis 15 Jahre, bis ein Impfstoff gegen ein Virus am Markt ist. In dem Fall wird man das abkürzen können und ich vermute, dass wir Anfang 2021 nicht nur einen, sondern mehrere effektive Impfstoffe haben werden. Sagt der Virologe Florian Krammer aus New York. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet, weil wir doch nicht so auf die Skype-Verbindung vertraut haben, aber es hat ganz gut funktioniert. Und wir berichten in dieser Sendung noch über die Gemeinden, die über Ostern keine Besucher und keine Zweitwohnsitzbewohner sehen wollen, mit Methoden bis hin zur überlegten Wassersperre nach der Meldungsübersicht. In Tirol ist ab heute die seit 19. März geltende Vollquarantäne beendet. Damit gelten nun auch hier nur noch die bundesweit verordneten Ausgangsbeschränkungen. Ausgenommen sind St. Anton, das Paznauntal und der Skiort Sölden. Hier gelten weiterhin die Quarantänebestimmungen. Die größte österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines spricht mit der Bundesregierung derzeit über mögliche Staatshilfen. Konkrete Zahlen werden noch nicht genannt. Der Auermutterkonzern Lufthansa will derweil seine Flotte verkleinern. Germanwings muss seinen Betrieb einstellen. Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson hat sich stabilisiert. Laut Regierungsangaben benötigt er keine Unterstützung von Beatmungsgeräten. Nach einer Corona-Infektion vor 11 Tagen musste er gestern auf eine Intensivstation verlegt werden. Beim Treffen der Euro-Finanzminister wird derzeit über Krisenhilfen für Italien und Spanien beraten. Diese fordern eine gemeinsame Aufnahme von Schulden der Euro-Länder durch sogenannte Corona-Bonds. Unter anderem wird das von Österreichs Finanzminister Gernot Blümel abgelehnt. Er will bestehende Hilfstöpfe aktivieren. Zwei große Brände haben in der Nacht auf heute die Feuerwehren in Oberösterreich in Atem gehalten. Ein Einfamilienhaus in Münzkirchen und das Nebengebäude eines Bauernhofs in Wartberg haben Feuer gefangen. Die Brandursachen sind noch unklar, verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Und an dieser Stelle müssen wir uns für heute von allen verabschieden, die via Dreisat zugeschaut haben. Danke für Interesse und einen schönen Abend noch aus Wien. Vor dem letzten Wochenende haben vier Bürgermeister aus dem Salzkammergut für einiges Aufsehen gesorgt mit einem Aufruf. Touristen und auch Zweitwohnsitzbewohner sollten doch über Ostern zu Hause bleiben. Sie sind dann später ein wenig zurückgerudert, aber es stellt sich heraus, dass gar nicht so wenige Gemeinden ihrem Beispiel folgen. Kloster Neuburg bei Wien wollte für die Nebenwohnsitze am Donauufer nicht mal das Wasser aufdrehen und auch andere Gemeinden möchten in Zeiten von Corona eher keine Besucher. Regina Pöll und Ulla Gammer-Schmidt über heimische Gastfreundschaft in Zeiten von Corona. Osterfrieden wird das keiner mehr mit dem Osterspaziergang. Luft schnappen, das ist mittlerweile auch ein Synonym für Stadt gegen Land. Auf Twitter und Facebook geht die Post ab. Bei Dämmerungseinbruch treffen wir uns mit Heugabeln und Fackeln und machen Jagd auf die Zweitwohnbesitzer. Schreibt etwa ein Mann aus Mariazell, nicht ernst gemeint, sondern als recht zugespitzte Antwort auf die hitzigen Diskussionen. In Klosterneuburg wurde zuletzt ernsthaft daran gedacht, Zweitwohnbesitzern im Strombadareal das Wasser abzudrehen, korrekterweise in nächster Zeit gar nicht erst aufzudrehen. Dadurch wollte man verhindern, dass die Pächter, die vor allem aus Wien kommen, das Coronavirus einschleppen. Ein Betroffener versteht das nicht. Den Ausgangsbeschränkungen oder dem Betretungsverbot öffentlicher Plätze kann ich hier sogar besser Folge leisten als in Wien meines Erachtens. Gerade wenn man in Pension ist oder Kinder hat, ist das hier ein geeigneter Rahmen, um in seiner Parzelle und in seinem Häuschen da
isoliert zu sein. In letzter Sekunde dann Entwarnung. Ein eigener Krisenstab der Stadt um Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager hat heute entschieden, dass der Betrieb doch schrittweise wieder aufgenommen wird. In St. Gilgen im Salzburger Land sind die Zweithausbesitzer von vornherein mindestens geduldet. Einen Aufruf, etwa in der Stadt Salzburg oder in Wien zu bleiben, gibt es nicht, aber... Wir freuen uns in normalen Zeiten über jeden Besuch, über jeden Ausflüger, der uns besucht. Aber jetzt brauchen wir mal unsere Gegend für uns. Sein Problem, die Ausflügler, die so tun, als gäbe es keine Corona-Krise. Es ist unverständlich, dass da Leute herfahren und klettern. Genauso war es auch mit den Wanderern. Dann bei uns im Lebensmittelgeschäft, im Großen, waren eigentlich am Samstag 50% nur Ausflügler, wo man dann schon gehört hat von den Angestellten, das muss doch nicht sein, die kaufen gerade zwei Bananen, wollen eine Leberkasse sein mal. Also wie wenn wir da auf einer anderen Welt wären. Der Plan in St. Gilgen lautet für das Osterwochenende Parkplatzsperre. Zu dieser Maßnahme hat schon der Bürgermeister der ÖVP in Mödling am vergangenen Wochenende gegriffen. Zu viele Wiener, sagt er. Und außerdem auch das Rote Burgenland habe den Neusiedlersee gesperrt. Tatsächlich ist dort das Betreten von Betriebsflächen wie Seebädern, Stegen und Seehütten untersagt, und zwar für alle, nicht nur für die Wiener. Auf den Rad- und Spazierwegen rund um den See darf es sich aber tummeln. In Mariazell bleiben die Heugabeln jedenfalls im Stall und die Straßen leer. Man hält sich an die Regeln, auch die Zweitwohnungsbesitzer. Fremde Kennzeichen sorgen aber mitunter für Unmut. Die Sorgen sind einfach die, dass die Ansteckung hereingetragen werden könnte. Aber ich glaube, da geht es jetzt gar nicht um ein Wiener Kennzeichen. Da geht es zum Beispiel auch um ein Kennzeichen aus Tschechien, aus Ungarn. Vergessend, dass wir sehr, sehr notwendig diese Leute bei uns brauchen, die gerade jetzt zum Beispiel für uns die 24-Stunden-Pflege aufrechterhalten. Einigermaßen inkonsequent ist die Regierung mit ihren Grünflächen. Während die Bundesgärten in Wien nach wie vor gesperrt sind und erst nach Ostern geöffnet werden, hat das ÖVP-regierte Wiener Neustadt offenbar einen besseren Draht zur Regierung. Das Bundesareal rund um die Militärakademie ist seit und trotz Corona offen. Irgendwie könnte man auf die Idee kommen, dass die Wiener außerhalb von Wien nicht dramatisch populär sind. Was ziemlich unfair ist, sind oft sehr nette Leute. Ich bin übrigens Tiroler. Und für unsere heutige Folge der Corona-Hausmusik am Ende der ZIP2 hat sich der Salzburger Weltklasse-Perkussionist Martin Gubinger eigens fürs ZIP2-Publikum mit Kollegen zusammengetan, die daheim in Marokko, Venezuela, den USA, Deutschland und Oberösterreich zu ihren Instrumenten gegriffen haben. Hausmusik auf vier Kontinenten also. Ich hätte da jetzt eigentlich dazu tanzen sollen, aber ich wollte Sie nicht verschrecken. Die Zeiten sind schon hart genug. Da schauen wir lieber auf die Wetteraussichten. Der Frühling hat sich mittlerweile im Großteil Europas breit gemacht. Im Westen von Deutschland passt sogar eher die Bezeichnung Frühsommer. Hier erwarten wir morgen bis zu 26 Grad. Und auch in Österreich geht es morgen wieder mit strahlendem Sonnenschein durch den Tag. Nur über den Bergen Tirols entstehen am Nachmittag größere Quellwolken. Die Höchstwerte morgen 19 bis 23 Grad. Mit Sonnenschein und Quellwolken geht es am Gründonnerstag und am Karfreitag weiter. Und die Temperaturen, die bleiben ungewöhnlich hoch für Anfang April. Aus bekanntem Anlass können Gläubige heuer das Osterfest nicht gemeinsam feiern, auch nicht im Stephansdom. Umso interessanter die Einblicke, die Kreuz und Quer jetzt bei uns in ORF2 in einer Premiere zu bieten hat. Die Dokumentation Mein Stephansdom begleitet Persönlichkeiten, die durch ihren Beruf oder ihre Lebensgeschichte eng mit dem Dom verbunden sind. Eine filmische Entdeckungsreise auch in weithin unbekannte Winkel des weltberühmten Wahrzeichens von Wien. Und die nächsten aktuellen Nachrichten, die hat dann die ZIP-Nacht um 22:57 Uhr in ORF1. Das war für mich die vorerst letzte ZIP-2 aus der Newsroom-Sperrzone. Wir sind ja hier seit 2 Wochen von der Außenwelt isoliert. Heute Abend ist aber Martin Thür hier eingezogen. Er wird Sie die nächsten 2 Wochen durch die ZIP-2 begleiten.
Danke für Ihr enormes Interesse. Fast jeden Abend schauen uns derzeit mehr als 1 Million Menschen zu. Danke auch für die vielen netten Nachrichten. Und ein besonderes Danke an meine fantastischen Kolleginnen und Kollegen hier. Von uns allen hier. Noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.